Seit Dienstag haben russische Jets mehr als 200 islamistische Ziele in diversen syrischen Provinzen getroffen, darunter in Aleppo und Raqqa. Die größte zerstörte Festung war ein IS-Kommandoposten in Idlib. Russland hat zudem westlichen Medien Zugang zu seinem wichtigsten Drehkreuz in Latakia gewährt. Murat Gastiev berichtet. Dies ist das dritte Mal, dass ausländische Journalisten auf die russische Basis dürfen. Was diese Gruppe so besonders macht, ist, dass viele der Kanäle, die hier sind, den russischen Operationen in Syrien offen feindlich gegenüberstanden. Der Kreml versucht noch nicht einmal, die wachsende Gefahr durch die russische Intervention in Syrien zu verbergen. Direkt nachdem Russland den ersten Luftschlag in Syrien durchführte, laut Aktivisten der Opposition ist dies das Ergebnis. Und so groß und böse sie die Russen auch manchmal hinstellten, wurden sie dennoch eingeladen, die Basis zu besuchen, und keiner hat das Angebot abgelehnt. Sky, CNN, CBS, dies ist ihre erste Möglichkeit, die russischen Jets zu sehen, und sie nutzen das voll aus. Manchmal kommen sie sich sogar gegenseitig ins Gehege. Sie halten sich die Ohren zu, sie springen, sie ducken sich und filmen. Es ist sehr wichtig, es mit eigenen Augen zu sehen. Ansonsten hat man keine Ahnung, was hier auf der Basis wirklich vor sich geht und was Russland mit dieser Operation will. Es ist also sehr wichtig, herzukommen und nicht alles im Internet oder der Zeitung zu lesen, für den eigenen Eindruck. Und sie filmten alles. Manchmal rangelten sich die Kameraleute sogar um die beste Perspektive. Das Gesicht der russischen Präsenz in Syrien, Generalmajor Konaschenkov, war besonders beliebt. Die Presse war begierig darauf, exklusive Gespräche mit ihm zu führen. Und soweit wir hörten, war die Berichterstattung von der Basis wesentlich ausgewogener. Vorbei ist das Draufgängertum mit Mikrofonen. Stattdessen gibt es etwas, das in den Medien schwer vermisst wurde. Eine gesunde Dosis Ausgewogenheit. Murat Gastiev, RT. From Latakia, Syria. Manchmal kommen sie sich sogar gegenseitig ins Gehege. Sie halten sich die Ohren zu, sie springen, sie ducken sich und filmen. Es ist sehr wichtig, es mit eigenen Augen zu sehen. Ansonsten hat man keine Ahnung, was hier auf der Basis wirklich vor sich geht und was Russland mit dieser Operation will. Seit Dienstag haben russische Jets mehr als 200 islamistische Ziele in diversen syrischen Provinzen getroffen, darunter in Aleppo und Raqqa. Die größte zerstörte Festung war ein IS-Kommandoposten in Idlib. Russland hat zudem westlichen Medien Zugang zu seinem wichtigsten Drehkreuz in Latakia gewährt. Murat Gastiev berichtet. Dies ist das dritte Mal, dass ausländische Journalisten auf die Russen so sehr wichtig herzukommen und nicht alles im Internet oder der Zeitung zu lesen, für den eigenen Eindruck. Und sie filmten alles. Manchmal rangelten sich die Kameraleute sogar um die beste Perspektive. Das Gesicht der russischen Präsenz in Syrien, das Ergebnis. Und so groß und böse sie die Russen auch manchmal hinstellten, wurden sie dennoch eingeladen, die Basis zu besuchen, und keiner hat das Angebot abgelehnt. Sky, CNN, CBS, dies ist ihre erste Möglichkeit, die russischen Jets zu sehen, und sie nutzen das voll aus. Russische Basis dürfen. Was diese Gruppe so besonders macht, ist, dass viele der Kanäle, die hier sind, den russischen Operationen in Syrien offen feindlich gegenüberstanden. Der Kreml versucht noch nicht einmal, die wachsende Gefahr durch die russische Intervention in Syrien zu verbergen. Direkt nachdem Russland den ersten Luftschlag in Syrien durchführte, laut Aktivisten der Opposition ist dies das